Kommunikation, wenn ich das nur schnell erkläre, findet natürlich auch wie beim Menschen auf verschiedenen Kanälen statt. Ne? Wir sehen, wir hören, wir spüren etc. Und der Hund auch. Und da ist der stärkste Kanal der Emotion das Gefühl. Es ist ja auch logisch, der Welpe merkt es sofort, wenn zum Beispiel die Mutter nervös wird. Ne? Die Mutter nervös wird, dann merkt es, übertragt sich auf den Welpen, da ist was. Auch schon im Mutterleib. Also ganz ein starker Kanal, wo so Informationen ausgetauscht werden. Hallo ihr Lieben, heute bei diesem Video habe ich einen ganz besonderen Gast für euch. Er ist wirklich, wirklich, wirklich für mich eine Koryphäe in Hundeausbildung, ja, und wenn es um Wissen für den Hund geht. Wir haben hier heute exklusiv für euch den Hundeschweiger aus Österreich, Bernhard Kainz. Und Bernhard Kainz macht seit 32 Jahren schon Hundeausbildung, hat ganz klassisch angefangen im Sport, im Schutzhundebereich, war zweimaliger Landesmeister, Landessieger in Österreich und hat so diesen ganz klassischen Werdegang hinter sich, wie das viele Hundetrainer, die etwas im Alter schon etwas fortgeschrittener sind, so haben. Das war damals ganz normal, da gab es auch nicht viel anderes. Aber er ist nicht nur Hundesportler, sondern er hat auch als Trainer in einer ganz normalen Hundeschule angefangen. Und da gab es ein ganz besonderes Schlüsselerlebnis, welches, darauf gehen wir gleich ein. Er ist geprüfter Hundetrainer in Österreich. Er ist Verhaltenstrainer für Diensthunde im Diensthundebereich. Er ist für Hundebeherrschbarkeit im Diensthundebereich für verhaltensauffällige Diensthunde in Österreich qualifiziert. Er ist im Polizeisporthundeclub K9 zertifizierter Trainer für spezielle Nasenarbeiten beim Hund. Er hat sich mit Psychologie, Anatomie, Ethologie beschäftigt des Hundes. Er ist Berater für Diensthundeabteilung der Staatspolizei in der Slowakei. Er bereitet aber auch noch einen Polizeisporthundeclub K9. Und er ist in Wolfs Aufzuchtsfragen Berater und für Verhaltensfragen von Wölfen. Also er kennt sich auch noch bestens mit dem Urvater unserer Haushunde aus. Ich begrüße ganz herzlich und wirklich, wirklich von Herzen Bernhard Kainz. Hallo, servus Stefan. Schön, dass du da bist. Ja. Wirklich, es ist mir eine große, große Freude, dass wir beide dieses Interview miteinander machen. Ich muss ja ganz kurz sagen, ich habe den Bernhard durch Zufall kennengelernt. Der Bernhard ist auch Buchautor. Das Büchlein zeigen wir euch gleich. Ist auf jeden Fall lesenswert. Ja, da der Herr Bernhard braucht nicht gelesen. Ja, ja. Also. Projekt Rudelführer. Projekt Rudelführen ohne Dominanz. Wir haben hier einen Link unter dem Video. Holt euch das Buch. Es ist absolut lesenswert. Ich selbst habe es gelesen, war begeistert und habe den Bernhard auch auf einem seiner Seminare besucht. Und ich kann euch sagen, ich habe noch nie. Und wirklich, ich mache jetzt 34, 35 Jahre Hundeausbildung, habe auch Sport gemacht wie der Bernhard, habe genauso angefangen. Ich habe noch nie einen Hundeexperten, Trainer, Verhaltensberater gesehen, der so feinfühlig mit so geringen technischen Maßnahmen an Hunden arbeitet und rangeht wie den Bernhard. Und ich war von diesem Zweitagesseminar überwältigt. Und habe gesagt, Bernhard, wir müssen dieses Interview machen. Die Welt muss mehr von dir erfahren. Er war schon in ganz, ganz vielen Sendungen in Österreich, im Radio, bei ORF. Er wird immer wieder in Sendungen als Berater, als Experte eingeladen in Österreich im Fernsehen. Und jetzt ist er hier bei uns, auf unserem Kanal. Und das freut mich wirklich von tiefem Herzen. Ich danke dir, Bernhard, dass du da bist. Ja, ich bin gerne. Wir wollen heute ein bisschen über den Hund plaudern. Ja, heute plaudern wir über den Hund. Ja. Also, ihr hört schon, der Bernhard kommt aus der Nähe von Wien. Ne? Ihr seid in der Nähe von Wien? Ja, genau. Ja. Nordöstliches Weinviertel, wenn wir ganz genau sind. Nordöstliches Weinviertel. Also wir sind mit Wein aufgewachsen, nicht mit der Milch. Ja. Also wir sind da anders aufgewachsen. Geeicht. Ja, also, wer da schon mal war in der Gegend, wunderschön. Ja, und wenn nicht, eine Reise wert. Auf jeden Fall zum Radfahren. Alles flach.
Nicht, Österreich ist nicht nur bergig. Ja. Also im Weinviertel, da fährt man schon mal 50, 60, 70, 80 Kilometer und hat 10 Höhenmeter nur. Ja. Also der gemütlich Radfahren will, der hat es doch gut. Ja. Musst du nicht. Alpenüberquerung. Nichts, keine geht. Alpen. Nein, da kannst du weiterfahren bis ins Burgenland, Neusiedlersee, ja. Das ist alles flach, hunderte von Kilometern. Ja. 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 Also wunderschöne Gegend, es ist eine Reise wert. Und wenn ihr den Bernhard mal live sehen wollt, geht auf einen seiner Seminare. Es ist fantastisch. Bernhard, erzähl uns ein bisschen was. Wie hat es angefangen? Wo war dein Schlüsselerlebnis damals? Ich habe ja schon gesagt, du hast ganz klassisch angefangen mit Hundesport. Du hattest damals einen deutschen Schäferhund. Deutschen Schäferhund, dann habe ich gekauft, klassisch, wie man es machen soll, in Bratislava um Markt zwischen Autoersatzteile, Kleider, Hundewelpen, also so ein Universalmarkt in der Bananenschachtel, so ein Bauernhof, Zufallswurf, aber doch okay. Ein Schäferhund. Für die Rasse zu groß, 70, 72 cm Schulterhöhe. Ja. Aber ich habe ihn gekauft und also er war mehr wie ein Glücksgriff, nicht? Aber das habe ich dazu mal noch nicht so zum Schätzen gewusst. Du hast aber vorher keinen Kontakt zu Hunden gehabt? Oder ein Haus- und Hofhund. Also in der Kindheit vom Taschengeld ein Haus- und Hofhund, dazu mal 150 Schilling. Durch 7, dann haben wir die Mark. Also ja. Haben wir mühsam zusammengespart. Ja. Aber natürlich jetzt ohne Ausbildung und so weiter, der war Haus- und Hofhund. Ja. Und heute, mit meiner heutigen Reife oder Wissen, kann ich viel daraus lernen vom Umgang mit meinem Haus- und Hofhund, wie man natürlich mit Hunden umgeht. Nur ein Beispiel, als Kinder, wir sind in den Wald gegangen. Es hat natürlich früher noch mehr Hasen und Rehe gegeben. Mhm. Wir haben kein Halsband gehabt mit Haus- und Hofhund, wir haben keine Leine gehabt. Und niemand von uns Kindern hätte je gedacht, dass uns der Hund wegläuft. Und er ist ja nie weggelaufen. Wir haben Verstecken gespielt, einer hat den Hund gehalten, dann hat er das Kind gesucht, immer natürlich das beste Versteck sofort gefunden. Wir haben gedacht, wieso findet uns der so schnell? Er hat seine Nase natürlich zur Hilfe genommen, das haben wir nicht einberechnet. Aber das Interessante jetzt, das war ja oft, das war nicht einmal, immer, mit dem Hund spielt man, was hat man? Wir haben kein Gameboy gehabt und kein Nintendo. Ja. Einmal weggelaufen im Wald, alles etc. Wir haben gar nicht die Energie und den Gedanken gehabt, der Hund läuft weg. Ja. Wir waren euch sicher, dass der da ist. Ihr wart euch sicher, dass der da ist. Der Gedanke hat nicht existiert, der Hund. Aber auch nicht bei den Eltern. Pass auf, der Hund läuft weg. Ja. Der Gedanke hat nicht existiert. Ja. Nicht einmal im Geringsten und nicht einmal in einem Quergedanken. Ja. Heute trauen sich die Leute, sind misstrauisch. Glauben nicht an den Hund, vertrauen. Ja. Ich kann ihn nicht ablehnen. Was ist, wenn er weg ist? Dann sage ich, wo soll er denn hin? Ins Frauenhaus? Ja, der Hund will ja nicht nur auf und weg von uns. Nicht? Ja. Aber wir sind schon so kompliziert denkend. Mhm. Immer weiter weg von der Natur, vom Bauchgefühl und alles muss immer eine Trainingsanleitung haben, einen Plan und dann ist gut, wenn es viele Seiten hat und viele Übungseinheiten, nur dann ist man perfekt und genau das Gegenteil ist der Fall. Je einfacher, je leichter, je weniger Wiederholung, umso besser, umso schneller versteht der Hund. Ich sage immer, die Wiederholung ist die Bestätigung des Missverständnisses. Wenn ich was 20 Mal wiederhole, hat mich der Hund 19 Mal nicht verstanden. Und das ist eigentlich die Realität. Ja. Und deswegen, wenn er dich versteht, muss sofort bei einmal, wenn du dem Hund was zeigst, muss sofort besser werden. Wie wir heute halt auch beim Seminar gesehen haben, wenn ich da jetzt dreimal was mache und der Hund reagiert nicht und es wird nicht besser, dann mache ich was falsch. Da kann ich nicht 50 Mal weiter dasselbe machen. Ja. Oder vielleicht wird es noch schlechter, das geht überhaupt nicht. Ne? Lass uns noch mal auf die Anfänge anknüpfen. Gerade würde ich zurückkommen auf die Anfänge. Ja? Also das war mal der Haus- und Hofhund, da haben wir schon ein bisschen Gedanken gehabt. Ja. Dann in Bratislava am Markt diesen Schäferhundewelpen. Wie alt warst du? Ja, wie alt war ich da? Na, wie alt war ich im 90er Jahr? Jetzt bringst du mir in die Zwickmühle. 64 geboren, 34, also noch keine 30. Mhm. Mhm. Also 27, 28 etc. Ja. Und das war Zufall, dass du da warst oder bist du gezielt dahin gefahren für einen Hund? Ja, die Matthäa, also meine Frau, hat schon immer irgendwo ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir eigentlich keinen Hund gekauft, weil ich halt mein Leben anders war. Ich habe da beruflich viel zu tun gehabt. Ja. Meine Frau, Hund, Haus und Garten, gehört der Hund her. Ja. Ich habe es dann man echt muss, bereut. Man muss erwähnen, deine Frau hat auch eine ganz besondere Geschichte.
Ja, extrem, nicht? Also meine Frau ist, wenn ich es gleich erzählen kann, ist im Tiergarten aufgewachsen zwischen Löwen, Puma, und zu Hause haben sie dann Hyänen gehabt und Pumas und Känguru. Das war so oft verstoßen worden ist im Zoo, dann mit nach Hause aufgepäppelt. Und also die kennt ja das alles, nicht? Von Bären bis Leoparden. Auch meine Kinder haben gespielt mit den weißen Tiger und Geoparden, und auch das war ja, das ist Normalität, nicht? Ja, diese Erfahrung hat es mitgebracht, und ihr Vater, ganz ein besonderer, ehrenwerter Mensch, hat mit Raubtieren gearbeitet. Sie haben sogar sein Lebenswerk verfilmt in einem Spielfilm, Raubtier Babylon. Das war von meiner Frau ihr Vater. Also er hat da ja, extrem energetischer, ganz ein toller Mensch. Und da merkt man, was Energie ausmacht bei Tieren. Und da kann man schon viel lernen. Das sind keine Menschen, die nur Bücher lesen und Theoretiker. Das sind praktische Menschen, und der geht halt überall rein und kommt mit jedem Tier zurecht. Und man kann nicht alles nur lesen. Man braucht immer auch die Energie dahinter. Jetzt sind wir schon wieder abgeschweift, also jetzt gehen wir wieder zurück. Also ich habe den Schäferhund gekauft und Markt. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich so einen befreundeten Jagdhundeausbilder gehabt habe. Und der hat mir von klein weg geholfen. Also die erste Fährte war nicht irgendeine Leckerli-Fährte, sondern die erste Fährte war eine Ente über die Wiese ziehen. Also so hat die erste Fährte jetzt bei meinem Hund angefangen. Und da haben wir schon viel geübt und trainiert und natürlich alles konditioniert, klassisch, streng und viel zu streng, auch für das Alter des Hundes. Aber würde ich nie mehr machen. Also eigentlich muss ich mich schämen, aber ich habe es halt nicht besser gewusst. Aber streng, militärisch, aber sicher nicht brutal oder grob oder tyrannisch. Also das war schon immer eine rote Linie, da bin ich der Mensch nicht dazu. Ja, dann habe ich das so geübt, und dann bin ich in die Hundeschule gekommen. Da habe ich schon immer das Alter des Hundes abgewartet, damit ich zur Prüfung antreten kann, weil die Leistung war schon hier, jetzt die konditionierte. Und dann in eine Prüfung nach der anderen, zack, 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 massiv Turnierhundesport etc. Eben zweimal die Landesmeisterschaft gewonnen, und dann schon mit 3,5 Jahren, müsst ihr jetzt genau nachschauen, war der Spuk vorbei. Dann hat mein Hund nie wieder ein Kommando gehört. Also er hat da in dieser Zeit so gut wie alles gewonnen, was zum Gewinnen war. Und mein Weg hat sich dann gespalten. Und du hast das schon angesprochen, mein Schlüsselerlebnis. Da war so ein Schlüsselerlebnis, das ist mir so im Kopf stecken geblieben. Also habe ich natürlich Trainerkollegen gehabt, und dann schaut man so zu, und dann sagt der andere Trainer zur Kundschaft, weil der Hund keine Hunde will oder da geht sein Feindhund, sagt er, na, zeige mir Leckerli und geh vorbei. Und es funktioniert. Aber dann habe ich gedacht, dieses Leckerli, was 0,002 Cent wert ist, hat jetzt mehr Führungsqualität oder Führungskompetenz oder ist mehr wert wie der Besitzer, der Mensch, Frauchen, Herrchen? Und das ist doch traurig, sage ich. Der Wolf hat in der Natur kein Leckerli, und der hat kein Leckerli-Sackerl, und der hat auch keinen Leinenruck. Und all diese Methoden hat er nicht. Und das Wolfsrudel, wenn es funktioniert, ein richtiges, funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Ohne Schreien, ohne Reißen, ohne Rupen, ohne Leckerli-Locken. Ich sage immer, kein, weil die Leute sagen, nehmen wir Leckerli mit her, kein, sage ich, kein Wolfsrudel geht mit dem Hasen auf die Jagd. Ne, die gehen auf die Jagd, damit sie einen Hasen fangen, Du aber brauchst nicht den ja auch keinen Hasen Karsten mitnehmen. Bier und Wirtschaft. Bitte? Ich sag, man trägt ja auch keinen Karsten Bier und Wirtschaft. Ja, genau so ist es, ja. Oder Kabiner Schnitzel. Ja, aber wir Menschen, nicht? Also viele machen das. Ja, ganz viele Mann. Du, heutzutage ist es ja, das ist ja der Standard. Der Standard ist, du hast irgendwo Kilo Schinkenwurst in der Tasche Ja. und so gehst du mit deinem Hund spazieren, so trainierst du deinen Hund. Das ist der Standard. Das ist Ja. das weit verbreitete, das ist im Kollektiv normal. Jetzt ist das Schöne, dass der Bernhard in die Gelegenheit in seinem Leben kam, ein wirkliches Wolfsrudel naturnah zu studieren, zu forschen, zu beobachten und daraus ganz viel in sein Training umgesetzt hat. Und deswegen hat er da recht, er sagt, ich habe noch nie einen Wolf gesehen, der irgendwie einen Hasen mitnimmt, wenn die jagen geht. Also Genau. Und natürlich, da habe ich schon ein bisschen Glück gehabt oder war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es war mein Schäferhund extrem gut ausgebildet. Sportschutz, Zivilschutz, Lawinen, Wasserrettung, Jagd, der war auch ein Jagd, und das alles einsetzbar. Führer, Rückfährte, alles beherrscht. Das war mein ganzes Leben nur Hundesport, Hundetraining etc. Und dann bin ich eben zu der Stadtpolizei geraten, die um Zoo angrenzt, wo meine Frau, Entschuldigung, meine Frau aufgewachsen ist,
Und der Schwiegervater eigentlich so der Direktor der praktischen Seite war. Und da hinten ist die Stadtpolizei. Jetzt hat sich dann vieles getan. Jetzt habe ich dann das Wolfsrudel im Zoo auf x Hektar naturnah mit Wildjagen. Und da grenzt die Stadtpolizei an. Und die kennen sie natürlich alle, der Direktor und der. Ja. Und dann hörst du, man willst du nicht einmal mittrainieren mit deinem Hund? Ja, warum nicht? Mittrainiert und dann habe ich ihnen so kleine Ratschläge gegeben, wo die Fehler, wo es mir aufgefallen sind. Und so hat das angefangen, auch mit einer beratenden Tätigkeit. Dann wenden sie Leute mit Problemhunde an dich, der beißt, der zwickt, dann kommt man so in Richtung Tierschutzhunde, Tierheim. Und dann habe ich auf drei Hauptsäulen eigentlich mich engagiert. Das war so Tierschutz, Problemhunde, aggressive Hunde, Diensthunde und eben die Wolfsseite. Und das waren, und das klassische Sitzplatzfuß, das ist immer mehr zurückgedrängt worden. Und es, also heute muss ich es fast sagen, es widerstrebt mir. Ich würde nie einen meiner Hunde einen Sitz geben oder auch keinen Platz. Es geht alles anders. Ja. Und da sage ich vielleicht noch abschließend, aber wenn ich heute zu einer Kundschaft sage, gib kein Kommando, du brauchst kein Kommando, dann ist er ganz entsetzt, sagt, wie soll das gehen? Sage ich, so wie es 100.000 Jahre gegangen ist, war, wenn du die letzten 30, 40, 50 Jahre streichst in der Hunde, Erziehung oder Domestizierung. Da hat es nie ein Kommando gegeben, außer bei der Polizei oder bei den Militärhunden. Die sind zivile, die Hundeschulen, die sind erst die letzten 30, 40 Jahre wie die Pilze aus dem Boden. Vorher hat du kein Landwirt, mein Vater oder mein Großvater hätten ja nicht gesagt, mach Platz, mach Sitz. Ja, und dazu muss man sagen, dass diese ganze Polizeihundegeschichte auch noch nicht so alt ist. 1901 war der erste Polizeihund. Das ist noch nicht so alt und auch die Militärzeit, das ist eher ein bekannter Deutscher, der Karl Moos, der mit den Militärhunden gearbeitet hat. Ja. Das war 40, 45 in die Kriegszeiten. Da ist das so immer mehr intensiviert worden. Ja. Und dann ist es halt umgeschwappt in das Zivile, die haben sich halt das System ein bisschen abgeschaut und heute glaubt man, es muss alles nur mehr mit Sitz gehen. Ja, ja. Und mit den Lenkern. Sitz und Motivation, 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 Motivation. Und genau wie du sagst, mit dem Leckerli und Schinken läuft jeder um, aber genauso verhindert man situationsbezogenes Lernen. Man lenkt den Hund ab, man steuert ihn mit Futter, man macht ihn eigentlich süchtig, Futter treiben etc. Wie wenn ich ein Kind auf Drogen süchtig mache und dann zeige ich ihm einen Joint und sage, mach das, dann kriegst du ein bisschen, mach das, dann bekommst du ein bisschen Joint und mach das. Ja. Und so ist das System aufgebaut, aber kein situationsbezogenes Lernen. Die Hunde sind vielleicht dressiert, süchtig gemacht, aber nicht erzogen. Das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Ich würde das auch legitim lassen, wenn ich sage, ich mache Trickschule, ich mache so Kasperltheater oder was auch immer, oder Dressur. Mhm. Okay, dann ist das vielleicht gerechtfertigt, klicken Leckerli und diese Methoden. Ja. Aber zum Erziehen oder im Problemhundebereich oder einen salonfähigen Hund, einen sozialen zu bekommen, der gesellschaftsfähig ist, also da wird es dir nicht viel helfen. Ja. Aber du, das heißt... Sorry, dass ich unterbreche. Das heißt, machst du Hundesport, egal in welcher Art und Weise, und es gibt ja mittlerweile, keine Ahnung, 15, 20, 25 Sportarten, es wird ja jedes Jahr kommt eine neue Sportart. Genau. Oder du hast irgendwie im beruflichen Bereich, weil du hast einen Lawinenrettungshund, du hast einen Mantrailer, du hast einen, irgendwie einen Diensthund, einen Drogenspürhund, einen Sprengstoffspürhund, I don't know, dann kommst du an diesem formellen Lernen nicht vorbei. Dann musst du konditionieren, dann brauchst du irgendeine Form der Motivation, der Bestätigung, weil warum soll er denn den Sprengstoff suchen? Ja, warum soll er das machen? Es begrenzt richtig. Man kann, da würde ich auch die Konditionierung reinfließen lassen, aber man könnte trotzdem mehr aus der Kommunikation, mehr aus der Körpersprache, viel mehr nehmen und mit einfließen lassen. Die Hunde sind oft im Agility hektisch. Nur eine Bellerei. Wenn ich weiß, wie ich mit ihm kommuniziere, dann hole ich runter. Dann macht er seine Arbeit ruhig und schnell. Also man kann das schon alles einfließen lassen und nicht nur auf das. Ja. Oder wenn du einen alltagstauglichen Hund haben möchtest, einen Familienhund, einen Begleiter, dann sind diese Maßnahmen ja kontraproduktiv. Ja, um Chef zu werden auf jeden Fall. Also du erlangst so nie die Rudelkompetenz. Wenn wir jetzt von Rudelführer oder wenn wir von Rudelkompetenz sprechen in verschiedenen Bereichen, weil du gibst ja eigentlich genau durch dieses Training die Kompetenzen ab. Der Hund arbeitet sich's Futter, du schaust dem an, du machst die hilflos Blickkontakt, also du gibst alle Kompetenzen ab. Nicht nur das Beispiel, in der Hundeschule heißt es,
Der Hund muss sich sein Futter erarbeiten. Aber wenn er sich den Hasen erarbeitet, oder das Reh ist ja schlimm, aber das Futter muss er sich erarbeiten. Und da ist der Widerspruch. Ja. Oder die Leute machen Leckerli-Suchspielchen, auch im Haus, hinterm Sofa, hinterm Kasten und sagen, fein, 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 wenn er es findet. Und wenn er aber die Leberkässemmel auf der Couch findet, ist er schlimm. Oder das Schnitzel bei der Küchenanrichte. Ja. Also der Hund kann das nicht unterscheiden. Der Mensch denkt sich, das ist mein Schnitzel. Aber der Hund kann sich genauso denken, das ist ein Leckerli-Suchspielchen. Und ich habe die Schnitzel da oben versteckt oder die Leberkästen. Und da ist der Widerspruch. Leckerli, Futter, Beschäftigung in der Wiese verstreuen und fein, fein, fein so. Und dann nimmt er das springende Leckerli, den Hasen. Ja. Und jetzt ist er nicht fein. Also das passt nicht. Wir geben Kompetenzen ab, wir werden unglaubwürdig. Und dann picken wir uns eine Rosine raus, das Reh und den Hasen oder die Katze. Und jetzt soll er uns folgen. Ja. Warum jetzt? Ja. Ja. Ja, 10.000 Mal hast du ihn vorher gelobt dafür, dass er es tut. Ja, genau. Und einmal ist aber der böse, böse Hund. Ja, du müsstest das sagen. Ja, fein, schnapp das Hasi. Und fein, fang das Mausi. Und fein, hol das Reh. Ja. Ja. Und das ist der Widerspruch, auch bei der Jagdhundeausbildung. Die machen mit Schweiß, also mit Blut, eine Fährte. Mhm. Selber, künstlich, weil sie üben. Ja. Und da ist der Hund der Held, ja fein, da geht er hinterher. Und wenn der aber einer natürlichen Schweißfährte hinterhergeht, weil er ein verletztes Tier war, und dann folgt er nicht gleich, dann ist er genau das Gegenteil. Ja. Und dann ist er unfolgsam und dann muss er weg und der taugt nichts. Ja. Aber da muss der Mensch denken und sein System hinterfragen. Und wenn ich dann einmal zur Konditionierung gehe, jetzt nehme ich den Löwen aus dem Zirkus. Oder ich kann eigentlich den Löwen durch jedes Raubtier ersetzen. Ich will nur symbolisch das sagen. Jetzt konditioniere den Löwen, der kann Sitz, Platz, der springt durch den Ring, durch den Feuerring, der gibt 5, der kann alles lernen, dieser Löwe. Ja. Aber geh dann hinein nach der Vorstellung in den Käfig und spiel mit ihm ein bisschen. Dann wird er das Raubtier bleiben. Ja. Ja, oder du spielst nicht lang. Also er ist nicht sozial, er ist nicht umgänglich, er ist nicht gesellschaftsfähig, er hat nichts gelernt, außer ihm konditioniert. Und wenn man das genau erklärt, Konditionierung ist, man kennt ja das von Pavlov, hat die Glocke geläutet und die Hunde haben gespeichelt. Das nennt man Reizreaktionsmuster. Also der Pavlov hat einen Reiz gesetzt, die Glocke, und die Hunde haben gespeichelt. Und die ganze Konditionierung, Sitz, Platz, Fuß, Steh, ist genau dasselbe. Reiz ist Sitz, Reaktion hinsetzen. Platz ist der Reiz, Reaktion hinlegen. Ja. Und wir sind immer nur der die Glocke läutet. Also den Sitz schmeißt, den Reiz schmeißt. Folgen tut der Hund der Glocke. Und jetzt musst du denken, jetzt kommt dir der Schlüssel. Wenn ein zweijähriges Kind oder ein eineinhalbjähriges Kind die Glocke läutet, speicheln die Hunde auch. Ja. Nur das zweijährige Kind ist ja keine Kompetenz und kein Führer. Ja. Und wenn ein sechsjähriges Kind sagt zu einem gut konditionierten Hund, mach Sitz, dann sitzt er auch. Ja. Ja, und so ist man halt der Erfolg der Konditionierung. Und auch gut und schön. Aber wann kommt das Problem? Das Problem kommt dann, wenn ein rudeltechnischer Reiz, quasi ein Überlebensreiz, der Feindhund kommt, weil die Katze der Beutekonkurrent und wenn es um Nahrung geht, wenn ein rudeltechnischer Reiz, der ist höher, ein Überlebensreiz wie ein konditionierter, dann folgt der Hund den rudeltechnischen Reiz. Er kann ja nicht Sitz machen, wenn der Grizzlybär kommt, der ihm gleich eine Pranke gibt. Ne? Da wäre ja ein blöder Hund, der sagt, ich folge der Glocke und der Feindhund kommt mir entgegen. Ja. Also das sind die Grenzen der Konditionierung. Und gerade dort brauche ich die Folgsamkeit des Hundes, wenn das Problem kommt, wenn die Katze aufspringt, wenn das Reh aufspringt, wenn der Feindhund kommt, wenn die Gefahr ist. Und das setzt die Konditionierung aus. Ja. Das sind die Grenzen. Ich sage immer, wenn du alleine auf dem Feld bist, deinen Hund abrufst, das bei den allermeisten nur... Oder zu Hause. Ja, zu Hause sagen die Leute sagen mir, zu Hause ist er der bravste Hund. Ja, ja eh klar. Was soll er zu Hause machen? Purzelbäume, Samba tanzen, wäre auch egal. Ja. Nur wenn dann dieser Reiz kommt, der andere Hund, der Radfahrer, der Jogger, Katze. Das Auto, die Katze, keine Ahnung. Ja? Man muss er den rudeltechnischen Reiz folgen, sonst wäre er ja eh ein dummer Hund. Ja. Weil wir geben die Kompetenzen ab, wir sagen ihm in der Hundeschule, du musst Futter arbeiten. Und dann, wenn der Hase aufspringt, sagen wir, die Kompetenzen abgeben, bleib hier. Wenn er jetzt folgen würde, da stimmt ja was nicht dann mit dem Hund. Ja. Lass uns mal so ein bisschen auf wie kommuniziert ein Hund gehen und lass uns mal darauf gehen, wie lernt ein Hund
rein aus deiner Sicht und was brauche ich als Halter, als Besitzer, damit ich in die Situation komme, einen wirklich alltagstauglichen Hund zu bekommen. Ja. Also lass uns mal als erstes auf das gehen. Wie kommuniziert denn ein Hund? Ja, also Kommunikation, weil das nur schnell erkläre, findet natürlich auch wie beim Menschen auf verschiedenen Kanälen statt. Ne? Wir sehen, wir hören, wir spüren etc. Und der Hund auch. Und da ist der stärkste Kanal der Emotion, das Gefühl. Ja. Es ist ja auch logisch, der Welpe merkt es sofort, wenn zum Beispiel die Mutter nervös wird. Hm. Na, die Mutter nervös wird, dann merkt es, übertragt sich auf den Welpen, da ist was. Auch schon im Mutterleib. Ja. Also ganz ein starker Kanal, wo so Informationen ausgetauscht werden. Ja. Was wie nicht, bei Menschen. Bei Menschen ja nicht anders. Bei Menschen auch mit, natürlich. Ja. Aber bei Menschen sind vielleicht die Prioritäten dann etwas unterschiedlich. Bei Menschen kannst du noch was erklären. Ja. Fürchte ich nicht, weil wir sind gleich vorbei und so weiter. Also bloß folgendes kann der Hund nicht. Der Hund fühlt im Augenblick. Ja. Und dann als nächstes kommt die Nase. Ja. Das entwickelt sich. Also es hat ja alles einen Sinn in der Natur. Man muss es ja nur von der Schöpfung abschauen. Man braucht ja gar nicht das Rad neu erfinden. Ne? Warum ist die Energie wichtig? Ja, weil er so im Mutterleib überall fühlt. Dann kommt die Nase, er muss sich zur Zitze hinschnuppern, etc. Ja. Das hat ja als Priorität. Dann kommt, was er sieht, dann gehen die Augen auf und zum Schluss ist das Gehör. Und wir bauen alles aufs Gehör auf dem schwächsten Kanal. Na, schnell kommt es da zu Missverständnissen. Ja. Jetzt müssen wir mal richtig kommunizieren. Und der Hauptfaktor ist natürlich immer unsere Energie. Und da kann ich kurz switchen wieder zu meiner Trainingszeit. Ja. Ich habe wirklich einen toll konditionierten Hund gehabt, Landesmeister, bla bla bla. Ja. Aber ich habe ein Manko gehabt. Ich habe durch meinen Ehrgeiz natürlich Lampenfieber gehabt. Weil ich will heute gewinnen, ich muss einen Vorzug machen, etc. Ja. Jetzt immer, wenn ich in den Raum reingegangen bin, um Trainingsplatz, um Prüfungsplatz, zum Turnier, dann hat mein Herz natürlich 220 Blutdruck gehabt. Ja. Und das hat der Hund gefühlt. Und egal, wie lieb und lustig ich gesprochen habe, na Zeus, das machen wir heute. Er hat gemerkt, da ist heute was anders. Und da war er immer dann ein bisschen langsam beim Hereinrufen. Dann hat er gesagt, was ist mit den Alten heute los? Ja. War das ein Unterschied zum Training? Training war das Speedy Gonzales. Ja. Zack, zack. Lustig war, ich war locker. Ja. Und reingegangen, beim Richter vorgestellt, Lampenfieber und der Hund war anders. Er hat alles perfekt ausgeführt, aber er war langsamer, wenn er sich mir genähert hat, also ein paar so kleine Sachen. Und ich habe es bis zum Schluss nicht weggebracht. Warum nicht? Weil ich meinen Lampenfieber nicht weggebracht habe. Ich habe trainieren können, was ich wollte, das hat immer geklappt, aber beim Turnier war wieder das Lampenfieber da und dann hat es mir auch einen Punkt gekostet, einen halben Punkt etc. Ja. Also die Emotion, die Energie ist wichtig. Beispiel, wir sagen zum Hund, du bist ja ein braver Hund, dann freut er sich, weil er unsere Energie misst. Nicht das Wort. Wenn wir sagen, du bist brav, braver Hund, freut er sich nicht, weil wir eine grantige Energie haben. Also da merkt man ja schon, dass wirklich er orientiert sich nach dem Gefühl. Ja. Jetzt ist einmal, also so kommuniziert der Hund, ganz einfach gesagt. Wie lernt er? Und so tauschen sie sich ja auch als Erwachsene aus. Immer noch. Ja, nicht nur Welpe zur Mutter. Ja, nicht nur als Erwachsener. Das sind ja diese Erlebnisse, nicht das eine war das Leckerli. Das nächste Erlebnis ist, jetzt ist das Wolfsrudel auf einer Jagd. Jetzt tun sie eine Büffelkuh abspalten. Und dann geht das meistens nach irgendeinem gewissen Schema. Dann wäre noch das automatisiert. Aber manchmal verhält sich die Büffelkuh anders wie die andere Büffelkuh. Die dreht vielleicht um und rennt jetzt auf den Wolf zu. Ja. Jetzt muss das Rudel sofort umstrukturieren. Und niemand sagt, hey, warte, steh, bleib, sitz du. Das passiert alles automatisch, still und leise, energetisch, gedanklich, mit Raumbewegungsordnung. Also das ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Ja. Das ist die Stimmungsübertragung. Stimmung, Energie, dann das Raumbewegungsmanagement, das geht im Rudel immer um Raum und Bewegung. Auch dieses Spiel, das Nachlaufspielen, das Splitten, geht zurück, einen Schritt zurück hin, immer nur um Raum und Bewegung, so teilen sich dich mit. Und dazu das Gefühl. Und das machen wir uns leider viel, viel zu wenig zunutze. Der Hund hat so viel Potenzial. Er merkt unsere Stimmung. Also er kommuniziert eigentlich immer. Wir sitzen beim Tisch, der liegt daneben
und kommuniziert mit uns, erfüllt uns. Also ja. Er ist immer ein Informationsaustausch. Ja. Denken ja. wir runter, tut uns leid, ärgern ja. wir uns, das ja. alles füllt ja. am laufenden ja. Band. Ja. Und wir sind für den Hund ein energetischer, emotionaler Haufen. Ich ja. sage immer das Beispiel, wenn man aus Hundesicht jetzt so rauf auf den Menschen schaut, wer sind wir für den Hund? Ihm ist egal, ob wir sind dick, dünn, ob wir kurze ja. Haare haben, lange Haare, ob wir geschminkt sind, ob wir ein teures Hemd haben oder billiges. Ja. Also wie sieht uns der Hund? Ob wir eine Rolex-Uhr haben, eine Plastikuhr, alles ja. egal. Er misst unsere Energie, unsere Emotionen, unser Gefühl. Wir sind ein energetischer, emotionaler Haufen. Und das wertet ja. er. Und dann ja. gibt es natürlich Emotionen und Energien, die es in der Tierwelt nicht gibt. Mitleid, ja. Ja. Dorn, Enttäuschung, okay. ja. und Lob. Ja, nicht zu ja. vergessen, Lob ist eine Energie, ja, fein gemacht. Das kann er nicht zuordnen. Es ja. ist jetzt nichts Schlechtes, aber es ja. ist unberechenbar. Ja. Und wenn wir mit diesen vier Energien arbeiten, Lob, Enttäuschung, Ärger und Mitleid, dann sind mhm. wir unberechenbar, weil wir sind eine Energie und eine Emotion. Wir ja. sind nicht daher keins mit den und den Job und Doktortitel. Das ja. ist ihm egal. Ja. Wir sind der energetische Haufen, der zornig wird, der Mitleid ja. hat, der lobt, ja. der enttäuscht ist. Und so ja. willst du ein Rudel führen? Ja. Du Zorniger, du Tyrann oder du ja. Mitleidiger? Ja. In der Menschenwelt mag das gut sein, ne, wenn man Mitleid und so weiter. Aber man darf jetzt die Hunde auch nicht schlecht reden, weil sie haben natürlich schon Fürsorge. Der ja. schlägt ein verletztes Tier ab und so weiter. Aber ohne ja. Mitleid. Der ja. schlägt ab, ja. stirbst, bist gestorben. Also sie sind empathisch, sie unterstützen sich, es ist ein Verband, sie halten soziales, zusammen. Soziales Verhalten, solange ja. der zum Rudel akzeptieren wird, das ja. Rudel ist nur so stark wie das schwächste Mitglied, solange der akzeptiert wird zum Rudel, versucht man das schwache Mitglied zu stärken. Ja. Abschlecken, befürsorgen, ja. Futter ja. vorspeien, etc. Ja. Ja. Wenn ja. er dann zu schwach ist oder wenn er Probleme macht oder den Rudel schadet, dann wird er ihm sterben, totgebissen, vertrieben, was auch immer. Da könnte man jetzt ja. näher drauf eingehen. Ja, ja. Aber solange er akzeptiert wird, wird geholfen. Der ja. Hund ist ja extrem sozial oder opportunistisch. Geht es in Ruhe gut, geht es mir gut. Ja. Irgendwo ist ja. er wieder sein Nutzen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und jetzt also so kommuniziert er. Und wir sind ja. Energie, Emotion. Und wie lernt er jetzt? Das war deine ursprüngliche ja. Frage. Wie ja. lernt er in der Natur? Da ja. gibt es klassisch durch Nachahmung und durch ja. Versuch und Irrtum. Das ist eben ja. eine Lernmethode, die in der Tierwelt ja bei den intelligenten Tieren ja verbreitet ist. Nicht? Ja. Pflanze lernt so nicht. Die Pflanze ja. lernt nicht durch Nachahmung. Ja. Die ja. hat wieder, aber je höher entwickelt die Intelligenz ist, je besser ja. sie ein Tier auf veränderte Umweltbedingungen anpassen kann, umso intelligenter. Ja. Und dann lernen die durch Nachahmung, Versuch und Irrtum. Ja. Aber wem ahmt er nach im Rudel? Nicht den Rangniedrigen, ne? Er ahmt ja. die Kompetenz nach. Ja. Und je nach Wesensgrundlage, was er für Typ ist, orientiert er sich nach dieser Kompetenz. Ja. Wenn er ein guter Nasenhund ist, der merkt immer, der andere, der Erwachsene, der auch gute Nasenhund, der findet immer Futter. Ja. Und nach dem orientiert er sich. Und der ängstliche ja. Hund, der ängstliche, der Melder, Gefahr, mhm. Welpe auch ängstlich, ja. reagiert sofort, wenn der erwachsene ängstliche Melder reagiert. Weil er, ja. oh, der hat gemeldet, da ist was. Als ja. erstes kriegt der auch die Angst, ja. weil ja. er vom Grundtyp ist. Also je ja. nach Grundtyp orientiert ja. er sich nach der jeweiligen Kompetenz und so ja. lernt er. Ja. Und da gibt es ja. keine Konditionierung in dem Sinn. Ja. Versuch und Irrtum und Nachahmung. Und macht ja. dann Blödsinn, gefährdet er das Rudel, wird er kritisiert. Wieder ja. über Raum und Bewegung, eingeschränkt. Ja. Kopf ja. auflegen, gesplittet, zurückgedrängt, ein, zwei Schritte. Ja. Ja. Das ist ja. die Kommunikation. Es wird ja. eigentlich nur der Blödsinn kritisiert und alles ja. andere vorgelebt. Und ja. dann sind wir perfekt. Ja. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn so dein Hund lernt, was der Bernhard jetzt gerade gesagt hat. Also Versuch und Irrtum, er probiert Sachen aus. Manche klappen nicht in seiner Welt. Und durch Vorbild, also durch Nachahmung und der kleine Welpe, der dir, bei dir ins Haus kommt, der wird erstmal irgendwo probieren anzudocken, im Normalfall. Also sich festzuhalten, sich zu orientieren. Im Normalfall orientiert er sich dann am Halter, der die meiste Zeit mit ihm verbringt. Jetzt ist die Frage, was lebst du deinem Hund als Vorbild vor,
mit deiner Energie, die ja bei uns Menschen oft den ganzen Tag so macht. Ja, da kommt irgendein Brief ins Haus, da kommt irgendein Anruf, die Kinder, die Frau, der Mann, hin und her. Alle diese Energien nimmt dein Hund wahr über den Emotionskanal, über die Nase, nimmt das auch wahr. Ja, Adrenalin, du wirst nervös. Ja. Kriegst Angst, riecht Adrenalin. Ja, du bist auf einmal bist du energetisch ganz niedrig. Ja. Dann bist du wieder energetisch höher, wieder niedrig, wieder hoch, wieder niedrig, wieder hoch. Und das nimmt er jetzt als Vorbild, weil das macht er, weil das ist sein natürlicher Instinkt. Ich muss mich an irgendjemanden orientieren. Erstmal gucke ich. Und dann wird er ganz schnell feststellen, dass du nicht die Kompetenz in einem energetisch hohen Level hast. Und dann übernimmt er selber. Ja, also es fängt jetzt so an. Jetzt kommt der Welpe. Ja. Wenn er zu mir kommt. In der Natur, 5., 6. Monat, ist die Rudel-Rangordnungsphase. Also vorher darf dieser Welpe zu den Erwachsenen hin, beim Futter und so weiter. Der hat ja alle Rechte. Aber ab dem Zahnwechsel, 5., 6. Monat, dann werden die Zähne gezeigt. Weg, jetzt friss ich, jetzt frisst der Erwachsene, da werden die Regeln aufgestellt. Ja. Das versäumen wir schon. Weil bei uns kommt der Welpe und er soll sein Futter haben und alles regelmäßig und kontrolliert und es soll ihm gut gehen. Also wir geben schon die Futterkompetenz weg. Ja. Dann die Soziale. Er kommt, er wird gestreichelt, geliebt, weil er so süß und ein liebes Gesicht hat. Nur das liebe Gesicht punktet nicht in einen Wildhunderudel. Ja. Da wird man nicht mehr, wenn man ein liebes Gesicht hat. Ja. Da geht es um Fähigkeiten. Aber jetzt kommt er zu mir und wir lernen das. Jetzt kommt er zu mir, jetzt füttere ich den Hund einmal rudeltechnisch richtig. Hm. Ich verwalte Futter, nicht er. Er muss sich nichts erarbeiten. Bei mir fällt viel ab. Fängt dieser Hund, weil bei mir viel Ressource abfällt, sich draußen auf dem Jagdausflug, Spaziergang, fängt er an, der dient eigentlich nur zur Nahrungsbeschaffung, der Spaziergang aus Hundesicht. Und mein Welpe hat gelernt, bei mir fällt immer viel Futter ab, jetzt orientiert er sich draußen nach mir. Ja. Jetzt kommt, und jetzt geht das Lernen geht weiter. Jeder Spaziergang ist automatisches Lernen. Jetzt kommt der Hund an der Leine, meiner läuft frei. Dann lebe ich ihm das vor. Ich gehe demonstrativ 1-2 Meter ins Bankett oder in die Wiese. Ja. Wenn der Hund an der Leine kommt, der Fremde. Mein Hund schaut und geht mit mir, weil er orientiert sich nach mir. Ja. Dann stehen wir 1 Meter in der Wiese. Der Wanderer mit seinem Leinenhund geht vorbei. Ich gehe wieder raus und gehe wieder weiter. Das zeige ich ihm ein paar Mal. Es wird von Mal zu Mal besser. Der probiert nie hinzulaufen. Ja. Würde er es machen, würde ich das Hinlaufen kritisieren, indem dass ich vielleicht leicht auf die Leine steige oder auf mich aufmerksam mache oder Berührung erleichtere. Ja. Und immer, Erziehung hört sich immer dort auf, wo negative Wirkung beginnt. Also wir werden nie grob, es wird kein psychischer Druck ausgeübt und kein körperlicher Schmerz. Das sind Grenzen, die nicht überschritten werden. Aber ich darf ihn berühren, ich darf ihn mal mit der Leine schieben, ich darf auf die Leine steigen, wenn es jetzt kein Ruck ist. Und das wird er aushalten und das ist Hundekommunikation, Raubtierkommunikation. Ja. Ja. Und dann weiß er, aha, ich soll nicht zum Hund hinlaufen, wenn der an der Leine kommt. Ja. Kommt ein Hund frei und meine sind frei, gehe ganz normal weiter und die können machen, was sie wollen. Ja. Und beim Auto selber, das Kreuzung ist ein typisches Beispiel, wo man den Unterschied zwischen Hundeschule, Konditionierung und dem Natursystem merkt. Wenn wir spazieren gehen, Hunde frei, und wir kommen auf eine Straße, wo man schön aussieht, dann gehen wir weiter drüber. Ja. Wenn man schlecht aussieht, werden wir langsamer. Ja. Und wenn ein Auto kommt, bleiben wir stehen. Ja. Na, was glaubst du, wird mein Hund noch ein paar Mal verknüpfen? Aha, immer wenn ein Auto kommt, bleiben wir stehen. Der wird es gezielt mit dem Auto, mit der Gefahr verbinden. Nur wenn ich automatisch im Konditionierungssystem bei jeder Kreuzung sage, steh, Fuß, steh, Fuß, dann weiß er nicht, warum wir dort stehen. Dass das einmal, einmal kommt ein Auto, einmal kommt keins. Ja. Ich bleibe nur stehen, was ja Sinn macht, wenn ein Auto kommt. Ja. Ich gehe nur auf die Seite, wenn der Hund an der Leine kommt. Ja. Später mache ich das nicht mehr, später gehe ich weiter und mein Hund läuft trotzdem nicht hin. Ja. Oder bleibt stehen von selber. Ja. Nur so passiert es ja nicht. So passiert es ja nicht, sondern die Leute gehen im Normalfall dann in die Kreuzung, Sitz, Futter. Der Hund, jedes Mal an der Kreuzung, an der Straße, fällt der einzig und allein in der Erwartungshaltung Futter und hat 0,0 situationsbezogenes Lernen. Ja, hat nicht gelernt, wieso, weshalb, warum tun wir das und wo muss ich hier aufpassen? Das heißt,
Er hat nicht nur nicht gelernt, sondern ich habe ihn aus der Lernsituation rausgenommen, ja, in die Konditionierung gebracht, ins Reizreaktionsmuster und habe verhindert, dass er lernt. Also ich habe ihn noch blockiert. Er ist dann in der Futteremotion, fressen, was auch immer, und weiß nichts, das hat mit dem Auto oder mit vielleicht oder mit irgendwas. Ja. Und dann das heißt, dein Hund lernt niemals achtsam sein vor einem fahrenden Auto, sondern einfach Bordsteinkante Futter. Das ist das, was er lernt. Ja, und wenn ich nichts dabei bin und nicht Sitzsack, kein Futter, und einmal, wenn so ein konditionierter Hund einmal 2-3 Wochen, wenn sein Besitzer nichts sagt, der geht durch die Stadt, über Straßen, Chaos. Da rennt eine Katze auf, der rennt hinterher, da ein Hase, dann rennt er über die Straße zum anderen Hund rüber. Also wenn der nichts sagt, kein Leckerli, kein Kommando. Ja. Mein Hund, ich sag nichts, mein Hund ist 16, der ist taub, einer meiner Hunde. Ja. Ich kann nicht sagen, warte, bleib stehen. Der ist taub, ich muss mich auf ihn verlassen, auf sein Gelerntes. Und er bleibt stehen, wenn ein Auto kommt und er achtet bei der Kreuzung, ob ein Auto kommt. Er läuft nicht hin zum Hund an der Leine, er ist taub. Einen tauben Hund registrierst du im Rudel nicht. Es ist kein Handicap, weil das Gehör der schwächste Kanal ist. Ja. Nur wenn du alles auf die Konditionierung und aufs Kommando aufbaust und dann hört er nichts mehr, dann bist du komplett machtlos. Ja, ja. Also wir haben ja 11 Jahre eine Hundepension gehabt, haben immer wieder taube Hunde betreut. Kein Problem in der Kommunikation untereinander, überhaupt kein Problem, gar keins. Genau. Der Einzige, der ein Problem hat, ist der Mensch, weil er halt verbal die ganze Zeit Informationen schickt. Und ja, wenn da 20 in der Gruppe laufen und du rufst und 19 drehen sich um und einer nicht, dann weiß er, das ist der Taube. Ja, aber ansonsten siehst du daran gar nichts. Du merkst die Hunde untereinander null. Null. Das Sehen ist schon, also wenn er fast blind wird, das ist schon ein größeres Handicap. Ja, ja, aber Ohren, völlig uninteressant. Die Ohren sind komplett uninteressant. Also diese Erfahrung, das ist immer wieder bestätigt, wie du sagst, den Taubenhund registrierst du nicht, der kommt gut zurecht in der Natur und so weiter. Ja. Der Mensch ist ein massives Problem, weil wir alles aufs Gehör aufbauen. Aber Im Austausch untereinander, unter Hunden, ist es Taubsein 0,0 Problem für uns. Und das beweist ja schon, dass anscheinend die Sprache, das Kommando, das Gehör nicht so wichtig ist. Ne? Ja. Und er kann natürlich fantastisch hören. Also ein Hund hat natürlich ein extremes Hörvermögen. Nur es ist dennoch nicht so wichtig. Ja, obwohl das gut Hörvermögen, kann. Da würde ich ergänzend sagen, der Hund hört nicht wirklich mehr oder besser. Also mehr schon, aber nicht besser. Also er hört genauso wie du. Wenn du kannst in der Disco bei lauter Musik, wenn du müde bist, schlafen. Ja. Ja, und der Hund genauso. Der Hund hat nur den einen Vorteil, er hört in hohem Frequenzbereich. Jetzt hört der Mensch je nach Alter zwischen 18 und 22.000 Hertz und der Hund bis 5, 6, 7, 28.000 Hertz Ultraschallbereich hinauf. Das ist der einzige Unterschied. Er hört nur mehr Ultraschalltöne. Ja. Er hört nicht mehr oder lauter. Deswegen funktioniert halt auch die Hundepfeife, die du als Mensch fast nicht wahrnimmst. Und der Hund, für den Hund ist die natürlich... Aber er hört es nicht lauter. Nein, aber er nimmt sie halt wahr. Er hört was und dann lauter. Ja. Und der Mensch hat oft, wenn etwas laut ist, dann haben wir immer, oh, jetzt haben wir den Hund wehgetan. Nicht mehr als mit dir. Ja. Wenn dir ein lautes Geräusch wehtut, dann tut es den Hund auch so, genauso weh. Ja, ja. Er hört es jetzt nicht so intensiver, dass ihm jetzt das Trommelfell platzt. Ne? Es ist kann von einem Lautsprecher, also wir haben ja auch viel Diensthunde ausgebildet, er kann von einem Lautsprecher laufen, kann der schlafen. Genau, genau. Und die Menschen glauben aber oft, der hört jetzt das 10-mal so laut und das ist nicht so. Die Lautstärke hat diesen Schallpegel und den nimmt er wahr und nur einen hohen Frequenzbereich zusätzlich hinauf. Ne? Ja. Und er hat natürlich den Vorteil, also jedenfalls, wenn es ein Stehohrhund ist, der kann natürlich anders das nochmal einfangen. Ne? Ja. Aber du hast ja auch mit Menschen, die haben größere Ohren, die hören dann auch ein bisschen besser. Oder sie wollen nicht hören. Also bei mir ist es ja auch unterschiedlich. Wenn die Frau sagt, das Essen ist fertig, dann höre ich sehr gut. Wenn sie sagt, bringst du mir einen Staubsauger, dann höre ich schlecht. Und wenn sie sagt, staubsaug du, dann hörst du gar nicht. Da bin ich da. Also da bin ich der Rocky mit 16. Ich habe nichts gehört. Dann muss ich herfahren, muss mich berühren und da fühle ich auch nicht gleich so schnell. Da muss ich ja fest. Ja. Da musst du so eine. Ja, das ist wieder dann ein bisschen anderes. Ja, ja. Es ist dann eine deutliche taktile Kommunikation, die ihr beide führt. Genau. So, ihr Lieben, das war der erste Teil
mit unserem Gast heute, Bernhard Kainz. Es geht weiter. Wir haben noch ein bisschen weiter geplaudert. Das heißt also, das ist jetzt nur der erste Teil. Und verfolg unseren YouTube-Kanal und dann wirst du binnen kürzester Zeit auch den zweiten Teil dir anschauen können. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Tschüss, vierte Herr von meiner Seite.